das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay. Guten Abend. Was verbinden Sie mit der FDP? Die Liberalen? Die Gelben? Die Gescheiterten? Ja, und Hans-Dietrich Genscher. Das FDP-Urgestein mit dem gelben Pulli als persönlichem Markenzeichen. Die Pullover von Genscher sind bei Sammlern begehrt. Er muss sich deshalb immer wieder neue kaufen. Jetzt könnte er mal was anderes ausprobieren. Magenta. Das ist jetzt die neue Farbe einer Partei, die politisch so farblos scheint. Beim traditionellen Dreikönigstreffen in Stuttgart hat Parteichef Christian Lindner, mit dem ich gleich hier noch spreche, das neue Logo der FDP präsentiert. Und die Liberalen als Zusatztitel werden auch gestrichen. Das heißt jetzt Freie Demokraten. Wie ein junger Start-up-Unternehmer fegte Lindner über die Bühne für einen Neustart, der dann aber doch mit Altbewährtem begann. Florian Gedin. Rituale sind eine feine Sache, denn sie geben einem das Gefühl, alles ist wie immer. Einfach weil Rituale eben immer wieder kommen. Der Auftritt der Sternsinger beim Dreikönigstreffen der FDP ist ein solches Ritual. Und nach dem wohl schwierigsten Jahr der Parteigeschichte ist zumindest hier alles in Ordnung. Im vergangenen Jahr sind die Sternsinger nicht zu unserem Dreikönigstreffen gekommen, weil sie geglaubt hatten, die FDP gäbe es nicht mehr. Was für ein wunderbarer und ermutigender Jahresauftakt. In diesem Jahr waren sie wieder da. Vielen Dank dafür. Und wir sind auch noch da. Das ist Christian Lindners Botschaft im politischen Überlebenskampf. Dem will sich die Partei stellen, nach langen internen Diskussionen. Das Ergebnis ist, dass wir die Dosis von Liberalismus in Programm und Auftreten erhöhen wollen. Nicht FDH, sondern FDP pur. Das ist das Ergebnis. Showmaster Lindner beschwört liberale Werte, Freiheit des Einzelnen, Gründergeist als Schlüssel zum Erfolg, liberales Kerngeschäft also. Dazu eine deutliche Warnung vor dem Konkurrenten AfD. Professor Biedermann hat seine Schuldigkeit getan. Jetzt übernehmen dort die Brandstifter. Die bürgerliche Maske ist gefallen und dahinter verbirgt sich ein hässlich reaktionäres Gesicht. Den Applaus nimmt Lindner vor einem veränderten Parteilogo entgegen. Der Neuanstrich ist wesentlicher Teil der geplanten Wiedergeburt der FDP. Zu Blau und Gelb nun auch der Farbton Magenta. Das soll Strahlkraft haben. Weil jeder Mensch aus seiner eigenen Wohnung weiß, dass es manchmal sinnvoll sein kann, die Tapeten zu wechseln oder die Wände neu anzustreichen, um den alten Glanz wiederherzustellen. Darum geht es ja. Wir symbolisieren damit auch ein völlig neues Selbstbewusstsein dieser Partei, was man heute auch merken konnte. Und trotzdem bleibt die Frage, wie viel davon nach außen dringen wird. Zu potenziellen Wählern, die die FDP zuletzt fast vergessen hatten. Ob sie jetzt die Farbe ändern von Blau-Gelb in Magenta, was soll denn das? Ich würde sagen, sie ist weg vom Fenster, ja. Es fehlt der Funke einfach. Einfach man sagt, okay, das ist es jetzt und darauf setzen sie. Kann ich nicht beurteilen momentan, weil mir die FDP überhaupt nicht gegenwärtig ist in der Form. Weil sie kein richtiges Programm mehr haben, ja. Momentan nehmen sie kaum noch wahr. Es geht los mit neuen Farben zu neuem Glück. Die bunten Täschlein waren heute in Stuttgart schnell vergriffen. Wohl in der leisen Hoffnung, dass ein neuer Look den Markenkern der Partei tatsächlich nach außen tragen kann. Noch vor 5 Jahren, als Christian Lindner erstmals als Generalsekretär in die Führung der FDP aufrückte, sah die politische Landkarte in Deutschland so aus. Die FDP regierte in 8 der 16 Bundesländer mit und war in fast allen Landtagen vertreten. Heute ist die FDP nirgendwo in einer Regierung. Und stellt nur noch Abgeordnete in 6 Landesparlamenten. Und in Köln begrüße ich jetzt FDP-Chef Christian Lindner. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Herr Lindner, Ihre Partei hat politisch nicht mehr viel zu sagen und vielen Menschen fällt zur FDP nichts mehr ein. Was fällt Ihnen denn noch ein? Wir haben heute das, was uns auszeichnet, ganz ins Zentrum gestellt. Denn nicht die Farbe hat sich verändert. Wir haben unseren Traditionsnamen jetzt ausgeschrieben. Wir sind Freie Demokraten. Frau Atalay, das ist der Name, den Theodor Heuss und die Gründer der FDP, der Liberalen Partei, gegeben haben. Und dieser Name drückt genau das aus, was nach unserer Auffassung in Deutschland
gegenwärtig fehlt. Eine Partei, die nicht den Staat größer machen will, sondern die sich für den einzelnen Menschen einsetzt. Die deshalb, auch das ist ihrem Beitrag leider nicht zu entnehmen gewesen, eine neue politische Prioritätenfolge verabredet hat. Wir wollen uns zuerst um beste Bildungschancen bemühen, weil das die eigentliche soziale Frage ist. Also die FDP hat einen internen Klärungsprozess jetzt über ein Jahr geführt. Und sein Ergebnis, das dokumentieren wir auch durch ein neues öffentliches Auftreten. Aber Herr Lindner, das ist doch alles nicht wirklich neu. Deutschland fehlen klassisch liberale Werte. Schauen Sie, ich nehme wahr, dass eine schwarz-rot-grüne Sozialdemokratie in unserem Land die Verunsicherung vieler Menschen dazu nutzt, jetzt auf mehr Staat zu setzen. Mehr Umverteilung, mehr Bürokratie, mehr Fürsorge. Und dass darüber die Antriebskräfte unserer Gesellschaft erlahmen könnten. Dass mehr verteilt wird, als erwirtschaftet werden kann. Und auf der anderen Seite erleben wir doch gerade, dass auf der Straße die innere Liberalität unserer Gesellschaft herausgefordert wird. Diese Zeit ruft doch geradezu nach einer Partei, die Maß und Mitte hält, die auf Marktwirtschaft und Rechtsstaatlichkeit setzt und die niemals erlaubt, dass Ressentiments salonfähig werden. Ressentiments, auf denen manche Parteien, Wettbewerber von uns, auf einer Angstwelle gewissermaßen jetzt ja auch in die Parlamente surfen wollen. Sie sprechen da eine gewisse Kälte an. Die FDP gilt ja nun auch eher als sozial kältere Partei. Diese neue Farbe im Logo, die soll ja mehr Wärme bringen. Ist das nur eine neue Verpackung oder will die FDP in Zukunft mehr gegen soziale Kälte tun? Es geht nicht um die Farbe, sondern um Inhalte. Sie haben ja recht, das wurde bei den Stimmen, die Sie gerade gezeigt haben, ja auch deutlich. Die FDP ist nicht mehr so oft natürlich, wenn sie nicht im Bundestag ist, in den Medien präsent. Insofern ist es ein schöner Öffner für das Gespräch, wenn wir eine neue Farbe haben. Aber mir geht es nicht um Farben, Frau Atalay. Es geht doch nicht um Verpackungen. Worum geht es Ihnen denn? Mir geht es darum, dass in Deutschland es einen sozialdemokratischen Mainstream in den Parlamenten gibt. Die Politik unterschätzt die Eigenverantwortung der Bürger, setzt zu stark auf den Staat. Und auf der anderen Seite gibt es einen Protest, der auch nicht davor zurückscheut, Ressentiments salonfähig zu machen. Da wird von Lügenpresse gesprochen. Da gibt es Verständnis für die autoritäre und homophobe Politik von Wladimir Putin. Ein schon fast plumper Anti-Amerikanismus. Das ist ja das, was im Kern Pegida und andere auszeichnet. Da geht es ja nicht um reale Integrationsprobleme, längst nicht mehr, sondern um einen Angriff auf unsere innere Liberalität in unserer Gesellschaft. Und dafür braucht es eine liberale Stimme. Herr Lindner, man könnte aber Wenn Ihnen das nicht neu genug ist, das wollen Sie ja fragen, dann muss ich Ihnen sagen, ich will Ihnen auch nicht irgendeine politische Mode anbieten, weil meine feste Überzeugung ist, und wir müssen nun wirklich in unserer Lage keinerlei Opportunismus mehr machen, meine feste Überzeugung ist, die klassisch liberalen Werte fehlen in Deutschland und kein modisches Liberalismus-Leitprodukt. Gut, also Sie bleiben bei den alten Werten, die Sie haben, aber wollen Sie jetzt auch Pegida-Anhänger als FDP-Wähler anlocken? Sie haben gerade viel über die Pegida gesprochen. Ihr Vize Wolfgang Kubicki sagt, einige Pegida-Ängste seien berechtigt und er zeigt Verständnis. Ich zeige überhaupt kein Verständnis und ich glaube, dass Wolfgang Kubicki auch möglicherweise anders und falsch interpretiert worden ist. Er hat ein Interview gegeben, wo er das klar sagt. Muss sein. Ja, ich habe das auch gelesen, aber auch die Zusammenfassung. Ich sage Ihnen die Haltung der FDP, die ich heute unter großem Beifall dargestellt habe. Es gibt Integrationsprobleme in Deutschland, an denen ist zu arbeiten. Das kann man den Menschen auch nicht ausreden. Aber niemals darf unsere Gesellschaft ihre innere Liberalität aufs Spiel setzen. Die Pegida-Demonstrationen, die Pegida-Initiatoren, denen geht es nicht um Integrationsprobleme, sondern um Ressentiments. Und wenn wir zulassen, dass Ressentiments in Deutschland salonfähig werden, wenn wir Politik machen auf dem Rücken von Minderheiten, dann werden wir sehr viel verlieren. Und deshalb wird es das mit der FDP nicht geben. Wir sind keinen Zentimeter auf die Eurohasser der AfD zugegangen nach der Wahl, obwohl viele geglaubt haben, na ja, da steht die FDP in der Versuchung. Und ich sage Ihnen, unter meiner Führung geht die FDP auch keinen Schritt weg von der klaren Orientierung an einer toleranten Gesellschaft. Sie haben heute zu Pegida aber auch ein Aber dran gehängt. Sie sagen, man müsse sich gegen Gotteskrieger wehren dürfen, libanesische Banden kontrollieren. Damit bedienen Sie doch auch Ressentiments. Ich dachte, das ist eine richtige Abgrenzung. So wäre es das nicht?
Nee, das ist überhaupt kein Ressentiment. Das ist liberale Rechtsstaatspolitik. Wo kommen wir denn dahin, dass es in Deutschland rechtsstaatlich verabschiedete Gesetze gibt, demokratisch legitimierte Gesetze gibt und die würden irgendwie ins Belieben gestellt? Nein, nein. Zu einer echten geistigen Wehrhaftigkeit gehört es, dass man sich gegen die intolerante Pegida genauso wehrt wie dagegen, dass auf den Bonner Rheinwiesen Salafisten bei Grillfesten neue Gotteskrieger rekrutieren wollen. Und da ist meine Erwartung im Übrigen auch an die Muslime in Deutschland, dass sie sich mit uns gemeinsam gegen diese Form des Extremismus wehren. Mir ist egal, von wo der Extremismus kommt. Wer unsere Verfassungsordnung gefährdet, dagegen muss man sich wehren, egal von wo die Gefahr kommt. Herr Lindner, auch bei den kommenden Wahlen in Hamburg und Bremen wird der FDP ja nicht viel Erfolg versprochen. Wie lange halten Sie diese Nichtbeachtung persönlich noch durch? Ich bin Überzeugungstäter. Und der Wert einer Überzeugung misst sich nicht an Umfragen, sondern an ihrer inneren Stärke. Und wir glauben, dass unser Einsatz für den eigenverantwortlichen Menschen, für Marktwirtschaft, für faire Regeln, im Übrigen auch für die tolerante Gesellschaft, über die wir gesprochen haben, dass das ein Wert ist, dass das eine relevante Position ist. Und deshalb dürfen Sie von uns ganz große Hartnäckigkeit erwarten und müssen keinerlei Opportunismus befürchten. Danke, Christian Lindner. Gerne. Und das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Die FDP im neuen Gewand. Ein Kommentar von Alois Theissen vom Hessischen Rundfunk. Das war kein schlechter Start ins neue Jahr. Bei der liberalen Traditionsveranstaltung präsentierte FDP-Chef Lindner seine Partei optisch modernisiert und inhaltlich rund erneuert mit mehr Profil. Wie immer brillierte Lindner in seiner Paraderolle als politischer Redner, traf den richtigen Ton, ohne Häme gegenüber politischen Konkurrenten, konzentriert auf seine Kernbotschaft. Die Liberalen haben sich von den Fehlern der Vergangenheit befreit, sind bereit für einen neuen programmatischen Aufbruch. Tatsächlich ist die FDP nicht so tot, wie viele glauben, ist immer noch in 6 Landtagen und im Europaparlament. Und AfD und Pegida schmälern nicht, sie vergrößern die Chancen der FDP. Denn im Vergleich mit diesen trüben politischen Irrlichtern verblassen die Fehlleistungen der FDP, leuchtet, ja strahlt sie geradezu wie ein verlässlicher politischer Leitstern. Für heimatlose, freisinnige Wähler könnten die Liberalen also wieder zu einer wirklichen Alternative werden. Das größte Hindernis dabei ist Lindner selbst. Begnadete politische Redner begeistern ihren Anhang. Gewählt aber wird politische Tatkraft. Und daran hat es Lindner bisher immer gefehlt. Er hat alle politischen Irrungen und Wirrungen der FDP in führenden Positionen mitgemacht, bis er den Lafontaine der Liberalen machte und Hals über Kopf vom schwer angeschlagenen Dampfer FDP verschwand. Welcher Wähler will so jemandem noch ein wichtiges Amt anvertrauen? Christian Lindner sollte der FDP einen wirklichen Dienst erweisen. Er sollte selbst Platz machen für einen Neuanfang. Denn eine liberale Partei wird dringend gebraucht. Alois Theissen kommentierte: Gegen die islamkritische Pegida-Bewegung formiert sich breiter Widerstand und der beginnt anscheinend Wirkung zu zeigen. Mehr dazu jetzt in den Nachrichten mit Susanne Daubner. Nach dem gestern abgesagten Demonstrationszug durch die Kölner Innenstadt wollen die Pegida-Organisatoren in Nordrhein-Westfalen offenbar auf Düsseldorf ausweichen. Bis April sind laut Polizei dort jede Woche Demonstrationen angemeldet. Initiatorin soll eine Funktionärin der rechtsextremen Pro-NRW sein. Während die Pegida-Kundgebungen in Dresden weiter Zulauf haben, waren bundesweit deutlich mehr Gegendemonstranten auf die Straße gegangen, vor allem in Köln und Münster. Die Grünen wollen neben der Umwelt die Wirtschaft zu einem ihrer Schwerpunkte machen. Ein ökologischer Umbau müsse gemeinsam mit den Unternehmen angegangen werden, erklärten die Parteichefs Özdemir und Peter nach einer Klausur des Bundesvorstands. Dazu soll jetzt ein Konzept erarbeitet werden. Ziel müsse sein, den CO2-Ausstoß und damit die Erderwärmung zu begrenzen. Ein israelisches Militärgericht hat einen Palästinenser zu 3-mal lebenslanger Haft verurteilt. Die Richter sind überzeugt, dass er im vergangenen Sommer die Entführung und Ermordung von 3 israelischen Jugendlichen mitorganisiert hatte. Der Tod der 3 Israelis und der darauf folgende mutmaßliche Rachemord an einem jungen Palästinenser gelten als Auslöser des letzten Gazakrieges. In der Altstadt von Istanbul hat sich eine Selbstmordattentäterin in einer Polizeiwache in die Luft gesprengt. Ein Beamter starb, ein anderer wurde verletzt.
Die Attentäterin soll in der Wache eine verlorene Geldbörse gemeldet und dann ihren Sprengsatz gezündet haben. Die Hintergründe sind unklar. Die Station liegt mitten in einem beliebten Touristenviertel nahe der weltberühmten Hagia Sophia und der Blauen Moschee. Orthodoxe Christen feiern das Weihnachtsfest später als wir, morgen am 7. Januar. Gerade im Osten der Ukraine müssen viele an der Front feiern. Doch obwohl offiziell ein Waffenstillstand vereinbart wurde, der blutige Konflikt zwischen ukrainischer Armee und pro-russischen Separatisten geht weiter. Auf den Straßen wird geschossen, es ist bitterkalt und viele Menschen haben kaum etwas zu essen. Für sie ist auch das Weihnachtsfest einfach ein weiterer Tag, an dem sie ums Überleben kämpfen. Golinja Atay ist für uns in die Ostukraine gereist. Ihre Reportage beginnt in Donetsk. Petrovsky, ein Stadtteil von Donetsk. Die zwei Kämpfer der Separatisten führen uns zu den Zerstörungen der Nacht. Der nächste ukrainische Posten ist einen Kilometer entfernt. In diesem Haus wurden nach einem Angriff zwei Menschen schwer verletzt. Waffenstillstand, das ist hier nur ein Wort auf einem Stück Papier. Wer in Petrovsky wohnt, der verbringt seine Nächte hier, in einem Bunker aus der Sowjetzeit. Es schimmelt und stinkt, Toilette und Bad gibt es nicht. Knapp 40 haben hier unten einen Platz gefunden. Sie gehen nur kurz nach Hause, um den Hund zu füttern oder sich zu waschen, wenn ihr Haus noch ein Dach hat. Die Kinder können nicht zur Schule. Per Telefon geben die Lehrer ihnen die Hausaufgaben durch. Ich will hier nicht mehr leben, sagt Sophia. Ich will nach Hause. Ich will, dass der Krieg zu Ende ist. Morgen ist orthodoxes Weihnachten, aber viele Verwandte haben Donetsk längst verlassen. Letztes Weihnachten, da habe ich im Familienkreis gefeiert. Die Kinder waren bei mir, die Enkel auch. Dieses Jahr werden wir bestimmt hier sein, im Bunker, so wie an Silvester. Die Leute sterben für nichts hier. Meine Schwester und ihr Mann sind einfach im Hof ihres Hauses umgekommen. Einfach für nichts. Das ist unfassbar, verrückt. Wer hier ansteht, hat kein Bargeld mehr. Alle Banken im Separatistengebiet sind geschlossen. Löhne, Renten, Sozialhilfe werden seit Monaten nicht mehr ausbezahlt. Die Stiftung eines Oligarchen verteilt Lebensmittelpakete und Medikamente. Die 1000 Hryvnia, die die Donetsker Volksrepublik uns versprochen hatte, die habe ich auch nicht erhalten. Wie können wir so leben? Ab heute hat die Ukraine fast alle Straßen ins Separatistengebiet gesperrt. Das bedeutet, noch länger auf diese Hilfe zu warten. Fahrt nach Lugansk. Weil Brücken zerstört wurden, müssen wir Umwege nehmen. Über Neujahr gab es hier keinen Strom, kein Wasser. In einigen Dörfern ist das seit Monaten so. Eine Beerdigung. Kämpfer etlicher Bataillone sind gekommen. Auch Freunde aus Moskau seien hier, sagt man uns. Der Tote, ein eigenwilliger Warlord, genannt Batman. Er befehligte 500 Mann. Er und seine Vertrauten galten als besonders grausam gegenüber Kriegsgefangenen. Sie wurden umgebracht. Aber von wem? Auf unserem Territorium, da gibt es ja keine Ukrainer. Deshalb denke ich, dass die Mörder von Batman irgendwo hier sein müssen. Uns werden jetzt Dinge vorgeworfen, die nicht wahr sind. Man verbreitet viel Schmutz gegen einen sauberen, ehrlichen Kommandeur. Zurück in Donetsk. Schwere Artillerie unterbricht die Stille der Nacht. Golinja Atay ist für uns in Donetsk. Eigentlich ist eine Waffenruhe in der Region vereinbart, doch die wird immer wieder gebrochen. Wer ist dafür verantwortlich, dass sie nicht eingehalten wird? Beide Seiten sind dafür verantwortlich. Beide Seiten scheinen einen Nutzen davon zu ziehen, dass der Krieg immer weitergeht. Das haben uns vor kurzem ukrainische Kämpfer erklärt. Sie haben gesagt, solange der Feind auf unserem Territorium steht, solange können wir unser Land nicht aufbauen. Und die Kämpfer hier in den Separatistenregionen, die sagen, so viele Menschen sind für unsere Idee gestorben. Wir können nicht aufhören und wir werden niemals mehr ein Teil der Ukraine sein. Wir müssen einfach weitermachen mit dem Krieg. Golinja, Sie beobachten den Osten der Ukraine ja seit Monaten. Wie hat sich die Region in dieser Zeit verändert?
Ja, es sind hier Gebilde entstanden, die nicht wirklich funktionieren. Es hat kein Staatsaufbau stattgefunden. Allenfalls sind hier militarisierte Enklaven entstanden, die, in denen man reichlich viele bizarre Szenen erleben kann. Zum Beispiel kann man erleben, wie Separatistengruppen sich gegenseitig beschuldigen, sich gegenseitig beschießen. Man kann beobachten, wie hier tschetschenische Kämpfer eintreffen und aus schwarzen Limousinen aussteigen und hinter vorgehaltener Hand haben uns die Kämpfer hier erzählt, dass sie doch reichlich irritiert sind über die Rolle Moskaus, denn es würde auf der einen Seite diese Gebilde hier nicht anerkennen, auf der anderen Seite aber auch militärische Hilfe leisten. Und dann erkennt man natürlich auch hier die Verbitterung der Bevölkerung gegenüber der Ukraine, gegenüber der Zentralregierung. Die Frage, warum hat uns eigentlich die Ukraine aufgegeben? Die Lebensbedingungen verschlechtern sich hier radikal und da liegt es nahe, dass einige Befehlshaber auch zu radikalen Lösungen greifen. Vielen Dank, Golini Atay aus Donetsk, für diese Einschätzung. Die Preise für Rohöl sinken seit Monaten. Heute brach der Preis an den US-Märkten erneut ein. Was das für uns Verbraucher bedeutet, jetzt in den Nachrichten mit Susanne Daubner. Auch heute blieben die Preise unter Druck. Das Barrel US-Rohöl fiel deutlich unter die Marke von $50. Damit bleibt auch der Spritpreis so günstig wie seit Jahren nicht. Mehr dazu von Anja Kohl. In Deutschland ist Öl jetzt so billig wie seit den 80er Jahren nicht, rechnet man den Effekt der Inflation ein. Der Irak, Russland, neuerdings auch die USA stellen Förderrekorde auf. Zuletzt gab es vor 30 Jahren ein derart großes Ölangebot. Zugleich wird wegen der schwächelnden Konjunktur weniger Öl nachgefragt. Dies drückt den Preis weiter runter. Der Preissturz kommt bei uns Verbrauchern an. Innerhalb eines Jahres ist der Rohölpreis um 47% gefallen. Die Benzinpreise fielen ohne Steuern im gleichen Zeitraum fast 1:1. In der Vergangenheit wurden Rückgänge oft nicht weitergegeben, nun schon. Es wirkt wie eine Steuersenkung, nur ohne den Umweg übers Finanzamt. Vor gut zwei Jahren kostete Sprit noch im Schnitt 1,67. Zuletzt lag der Preis bei 1,32 Euro, 20%. Ein Fünftel zahlen wir weniger als damals bei jeder Tankfüllung. Anleger an den Börsen aber sind hin und her gerissen. Der niedrige Ölpreis hilft zwar Verbrauchern und Unternehmen, doch der Grund fürs billige Öl, die weltweit schwache Konjunktur, ist bedenklich. Der deutsche Aktienindex an der Frankfurter Börse schloss nahezu unverändert bei 9.470 Punkten. An der New Yorker Börse gab der Dow Jones leicht nach auf 17.370 Zähler. An der Spitze des Weltfußballverbandes FIFA bahnt sich ein Machtkampf an. Der jordanische Verbandschef und FIFA-Vizeprinz Al-Hussein will bei der Präsidentenwahl Ende Mai gegen Amtsinhaber Blatter antreten. Neben Al-Hussein hat auch der französische Funktionär Champagne eine Bewerbung angekündigt. Beiden werden allerdings geringe Chancen eingeräumt. Zweiter Platz für Felix Neureuther beim Slalom von Zagreb. Der 30-Jährige bestätigte seine derzeit bemerkenswerte Form und verbesserte sich im zweiten Durchgang noch um zwei Ränge. Nach dem ersten Lauf hatte Neureuther auf Position 4 gelegen. Für den Partenkirchner war es der 9. Podestplatz im Slalom in Folge seit dem 19. Januar 2014. Fritz Dopfer wurde 8., Linus Strasser 20. Nicht zu schlagen, der Österreicher Marcel Hirscher, der bei seinem insgesamt 28. Weltcup-Triumph eine knappe Sekunde Vorsprung auf Felix Neureuther hatte. Der Gewinner der 63. Vierschanzentournee heißt Stefan Kraft. Der Österreicher setzte sich beim Skisprungfinale in Bischofshofen vor seinem Teamkollegen Michael Heiböck und dem Slowenen Prioz durch. 20.000 Zuschauer feierten den 7. österreichischen Tourneetriumph in Serie und den ersten Weltcup-Erfolg von Heiböck, der vor dem Japaner Kasai und dem Teamkollegen Kraft gewann. Für die Deutschen war es nicht die erhoffte Tournee. Als bester DSV-Adler musste sich Innsbruck-Sieger Richard Freitag mit Rang 6 in der Tages- als auch in der Tourneewertung zufrieden geben. Severin Freund wurde 8. Es gibt Partys, nach denen man die Wohnung neu streichen muss. Und es gibt solche, da steht schon vorher fest, dass hinterher renoviert wird. So ist es bei dem Kraftwerk-Konzert in der neuen Nationalgalerie. Das erste von insgesamt 8, das die Elektropop-Pioniere heute in Berlin geben. Doch es wird keine Abrissparty, sondern es werden Abschiedspartys. Denn der Tempel der Moderne von Mies van der Rohe muss von den Fenstern bis zur Brandschutzanlage saniert werden. Und bevor die Bauarbeiter die neue Nationalgalerie für Jahre in Beschlag nehmen, sind heute Abend erstmal die Roboter
einmarschiert. Elektroklänge überall, Dezibel im Ultraschall. Justus Kliss. Und im Song Autobahn singen Kraftwerk die schöne Zeile: Vor uns liegt ein weites Tal, die Sonne scheint mit Glitzerstrahl. Donald Becker, können wir das getrost aufs Wetter übertragen? Ja, auf einige Regionen schon. Also ich tippe mal auf die Kölner Bucht und den Niederrhein. Da wird es morgen wahrscheinlich die sonnigste Ecke Deutschlands und sonst sieht es schlecht aus. Aber wir können uns mal die Europawetterlage ein bisschen genauer angucken. Es gibt nämlich Schnee da, wo man ihn gar nicht vermutet, nämlich im äußersten Südosten. Auf der Isobarenkarte sehen wir ein Hochdruckgebiet hier mit Zentrum über Russland. Und das lenkt eiskalte Luft, also wirklich viel kälter geht es gar nicht. Minus 35 Grad aus dem äußersten Nordosten von Europa hier über Land in Richtung Südwesten. Das heißt, die Luft kann sich auch nicht großartig erwärmen. Auch das Schwarze Meer hilft da nicht mehr viel. Und deswegen kam es heute in Istanbul schon zu Schneefällen auf Kreta. Und es wird morgen wahrscheinlich sogar bis rüber nach Israel, zumindest in höheren Lagen, schneien. Bei uns dagegen kommt die warme Luft vom Atlantik an. Und dann wird es auch noch in den nächsten Tagen recht stürmisch. Ein kleiner Tiefausläufer kommt heute schon, aber zuvor gucken wir uns noch mal an, wie es denn weitergeht. Die wärmste Luft kommt am Samstag an und das bedeutet für München 14, vielleicht sogar 15 Grad. Und dann am Sonntag kommt die Kaltfront hinterher, das heißt von Norden her wieder ein bisschen kühler. Vielleicht sogar am Sonntag dann Schneefall an den Alpen, also ein krasser Temperatursturz. Danach wird es aber leider wieder wärmer, das werden wahrscheinlich die Wintersportler vor allem bedauern. Jetzt gucken wir in die kommende Nacht und da gibt es erst einmal Regen von Westen her, der sich langsam in Richtung Südosten ausbreitet. Vorsicht, vor allem jetzt vom Saarland, Rheinland-Pfalz bis rein nach Hessen bis zum Harz liegen die Temperaturen bei unter 0 Grad. Das bedeutet Glatteisregen. Und vor der Front kann es auch noch längere Zeit aufklaren bzw. gering bewölkt sein. Dort geht es runter auf 0 bis minus 5 Grad. Genau. Ansonsten steigen die Temperaturen schon wieder ein bisschen an. Morgen Vormittag von Baden-Württemberg dann bis rauf zur Ostsee immer noch Regen, zum Teil auch Schnee dabei und auch Glättebildung. Das verlagert sich alles nach Osten. Ansonsten lockern die Wolken von Westen her stärker auf. Im Nachmittag hört dann auch der Schneeregen und Schneefall dann auf und die Temperaturen steigen dann von Sachsen bis runter nach Bayern eher so auf 1 bis 5 Grad. Ansonsten werden bis zu 7 Grad erreicht. Der Wind kommt aus westlichen Richtungen, zumeist schwach. Und jetzt schauen wir noch auf die Aussichten. Der Donnerstag wird sehr nass, nur südlich von Schwäbischer und Fränkischer Alb zum Teil noch trocken. Am Freitag kommt zum Wind dann auch noch Sturm. Bessere Aussichten habe ich leider nicht, Pina Atalay. Dankeschön, Donald Becker. Gleich sehen Sie hier den Tanöd, die Verfilmung des Kriminalromans mit Julia Jentsch in der Hauptrolle. Und die Tagesschau meldet sich dann um 1.15 Uhr. Wir sind morgen wieder für Sie da. Eine gute Nacht.